In Tekken gibt es nur einen einzigen Charakter, dem es gestattet ist, mit einem Schwert in den Kampf zu ziehen. Um diesen dreht sich das heutige Video. Yoshimitsu. So ziemlich jeder kennt den auffallend extravaganten Space Ninja. Ich bin Thaddeus. Der in den Zeiten von Tekken 1 bis 5 unangefochten mein Main war. Alter Falter, lang ist's her. Dass er kein gewöhnlicher Kämpfer ist, zeigt sich aber auch an seinen Moves und Stances. Teleportation mit Eigenschaden, Overstance, Flare Balance, Selbstheilung und Seppuku. Er wäre definitiv OP in Elden Ring. Zum einen ist Yoshimitsu der Titel für den Anführer des noblen Manji-Clans und eigentlich der Name des Schwertes bzw. Lichtschwertes. Sowas von unzivilisiert. In jedem Spiel ändert sich seine Erscheinung drastisch. Das liegt daran, dass Yoshimitsu für Außenstehende unsterblich erscheinen soll. In einem geheimen Tötungsritual wird nämlich ein alter Yoshimitsu durch einen neuen ersetzt. Cool ist auch, dass er gleichzeitig ein fester Bestandteil von Namcos Soul Calibur-Reihe ist. Dort tritt er gegen andere Kämpfer mit Waffen an, wie zum Beispiel die freizügige Ivy oder den dunklen Ritter Nightmare. Die diebische Füchsin Kunimitsu gibt es in Tekken auch, jedoch bestiehlt diese den Manji-Clan egoistisch und wird von Yoshi verbannt. Als sie später erneut aufeinandertreffen, wird sie von Yoshi geschlagen. In Tekken 2 rettet Yoshimitsu den verrückten Wissenschaftler Dr. Boskonovic, seinen Freund, und begleicht seine Schuld. Yoshimitsu verlor Jahre zuvor seinen Arm, sodass Dr. B ihm eine Prothese gab. In Tekken 4 findet Yoshi den bewusstlosen Brian Fury und bringt ihn zu Dr. B, um diesen zu heilen. Er wusste jedoch nicht, dass Brian ein Terminator-Cyborg ist, der damit beauftragt wurde, Yoshi zu töten. Jeder Dragon Ball-Fan weiß, dass mit Cyborgs nicht zu spaßen ist. Brian massakriert in Yoshis Abwesenheit viele seiner Clan-Mitglieder. Als Folge schwört ihm Yoshimitsu Rache. Von da an sind die beiden Todfeinde und spielen Katz und Maus. Witzig ist, dass wenn man gegen den Ninja Raven verliert, man sieht, wie dieser Yoshi seine Jutsus beibringt. Ab Tekken 6 trägt Yoshi ein zweites Schwert. Sein Hauptschwert ist verflucht und macht den Nutzer wahnsinnig, wenn es längere Zeit keine bösen Menschen oder Kreaturen vernichtet. Das Fumaken wirkt dem entgegen. Im Tekken High Level sieht man nicht allzu viele High Level Yoshimitsus. Der bekannteste ist I Musician. Das liegt daran, dass der Charakter relativ kompliziert ist. Okay, almost had a conversion. Oh, almost. Excuse me. Definitely has a conversion. Oh, the teleporter! Oh, wow! Oh my goodness, Harakiri. Deep! AK is going! Oh, no, this is the ender! Watch out! Spill that out! Okay, AK still in the driver's seat here. I'm musician, no! Oh, not quite dead yet! 50 seconds, AK! Is the slide gonna be enough? Oh, no! Oh, no. Oh my goodness! Alles in allem ist es definitiv kein Wunder, dass Yoshimitsu bis heute zu den bestdesigntesten und beliebtesten Fighting Game Charakteren zählt. Viele von euch wollten ein Video zu ihm, danke für die Anregung. Wie immer danke euch fürs Zuschauen, macht doch noch das Herz rot und das Bloßwerk für mehr deutschsprachigen Fighting Game Content. Ciao.